Einen lieblichen, wunderschönen guten Tag zu einer weiteren lieblichen Folge von Pokémon Trading Card Game Online. Herzschleier versus Modus. Darkness. Wir machen mit unseren lieblichen Unlicht Monster alles platt. Und wir haben Gibberon mit Feuer. Ich zeige dir, was Feuer ist. Die Finsternis ist das wahre Feuer. Ich habe gewonnen, siehste. Hä? Was habe ich gesagt? Ich habe gewonnen. Und ich habe kein Basis-Pokémon, was jetzt auch nicht allzu gut ist. Bin mal gespannt, was für Deck ist das. Hast du ein Foreco-Deck? Keiner spielt ein Foreco-Deck. Ich bin mal gespannt. Wow. Aus ein Nachtara werden zwei. Das Pirat ist jetzt drei Nachtaras. Nein, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank habe ich noch was anderes gezogen außer Shaman. Weil es wäre ein wenig eklig gewesen, wenn ich was anderes gezogen hätte. So, deck auf, ich will wissen, was da ist. Flamiao? Ah, Fings, oh, die Weiterentwicklung. Oh, okay, ich habe jetzt schon einen Plan, wie das irgendwie aussehen wird. Oh, das gefällt mir jetzt schon nicht. Und meine aktuelle Handkarte, ich bin nicht entzückt, sagen wir es mal so. So bereite ich schon mal dieses Fünks vor. Das heißt, es ist einfach nur so ein Opfer. Ja, Lili, du kommst minimal, wirklich minimal etwas zu spät. Ja. Finster Aura. Ich kann nichts machen. Max 60 Schaden. Es war jetzt gar nicht gut. Aber wenigstens haben wir schon mal die erste Preiskarte. Und wir haben unsere Leiste auf 5 aufgefüllt. Von unserer täglichen Herausforderung. Also, es hat sich doch gelohnt. Ja, bereitet man dann Pokémon vor, weil es wird langsam knapp, mein Freund. Ganz schön knapp. Routine, okay. Verzehrende Flamme 20 und nee, was mit 30. Ist jetzt auch nicht unbedingt toll. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Oh, Heiko, jetzt wird's schon zur Endstufe. Oh, jetzt kommt die Turbokarte, oder? Ah, zügelnde Flamme, okay. 40. Ja, wir haben gerade das Problem. Ich habe auch nur ein Pokémon. Das ist vielleicht nicht gut. So, ärgere mich nicht mehr erstmal. Und es tut mir leid, aber warte mal, jetzt tun wir da noch eine Energiekarte hin. Wir müssen Shaman spielen. Weil ich habe so die Befürchtung, wenn Dagrell besiegt ist und ich habe kein Pokémon auf der Bank, dass das ganz schnell ein bisschen eklig sein könnte. So, was machen wir denn? Düsterer Kopf. Eigentlich ist es ja wurscht, weil beide Angriffe machen jetzt 80 Schaden. Macht ja 20 plus 60 oder 80. Von daher ist es eigentlich wurscht, wie ich es mache. Aber jetzt musst du was machen. Wenn er jetzt keine Turbokarte für. Du hast doch eine Turbokarte. Achso, das ist für Poyo Leon. Was machst du? 20 Mal? Au! Es, Lady? Das war nicht gut. Da, Team Flare Scooble. Cloud. Oh, weg mit den Energiekarten. So, beende das Spiel. Bam. Müsst jetzt 100 Schaden machen. Ich sag, dass das schnell ging, aber es ging schnell. Und 25 Pokédollar, 2 Pokémon besiegt, in Ordnung. Das heißt, unsere Leiste müsste normalerweise jetzt so auf der Hälfte sein. Jetzt kommen wir jetzt zur guten zweiten Hälfte. Obwohl ich muss sagen, es war nicht sehr gut. Die erste Hälfte, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Atori 45, 4 verschiedene Arten von Energiekarten. Und ich habe gesehen, du hast auch eine Unlichtkarte. Das finde ich ja entzückend. Und noch entzückender würde ich sagen, wenn ich anfangen dürfte. Darf ich? Oder muss ich noch 10 Stunden warten, bis du deinen Zug machst? Ja, das zweite? Ich will aber das erste. Na komm, nur nicht so schüchtern, mein kleiner. Wir sind ja ganz unter uns. Na komm. Ich hab schon gedacht, ich muss schneiden. Okay, klar will ich anfangen. Und ich tu mal die ganzen Stifte weg. Ich hab die ganze Zeit Stifte in der Hand. Das nervt dich gerade. Ihr Weltra. Come on! Und ein Taurus können wir auch noch ablegen. Dann haben wir die Computersuche. Oh, da haben wir auf jeden Fall was Interessantes. Umgekehrtes Tal. Das ist doch mal eine interessante Hand. Das möchte ich doch sehen. Und durch Unheil schwingen kann ich sogar schon Pokémon Energiekarten zuführen. Taurus! Das ist eine liebliche GX-Karte. Du bist eigentlich in jedem Deck sehr willkommen. Auch in meinem. Ich sehe schon, es ist eine der ganz schnellen Sorte.
Basis-Pokémon? Na klar, Taurus. Guter Mann. So, er hat also auf jeden Fall noch Basis-Pokémon. Ne, ich sehe schon. Na komm. Trau dich. Okay. Je weiter gegen je weiter. Das wird interessant. Computersuche. Machen wir mal euch zwei weg. Und was nehme ich mir denn auf die Hand? Was gönne ich denn mir? Ich möchte eigentlich einen Shaman. Oder einen Hopper. Gib mir einen Hopper. Ich muss ja halt keine 3 EX-Karten auswählen, sondern ich kann ja auch 2, wenn ich das möchte. Dich hätte ich gern. Und den Sieg hätte ich auch gern. Dankeschön, Nathan, dass du mir die eine Preiskarte bekommen hast fürs Ticket. Okay, haben wir das auch geschafft. Yeah. Wir kriegen die Kapuno Evolutionsreihe. Yes. Ach, da ist die Animation. Ja, jetzt kommt er damit an. Hier. Wir machen natürlich weiter. Einer geht noch, alle guten Dinge sind 3. Obwohl die letzten 2 waren jetzt nicht unbedingt, ja, interessant. Dank Theon. Danke, dass ich anfangen darf. So, was haben wir denn da Schönes? Okay. Welter. Man muss jetzt mal ein bisschen schauen, was wir so alles haben. Okay. Ich habe alles akzeptiert. Je Weltra! Zeig, was du drauf hast. Das wäre aber interessant gewesen. Je Weltra gegen Je Weltra. Hätte ich ja nicht gerne gesehen. Ich bin fertig. Ich möchte kein Basis-Pokémon mehr. Weil Shaman möchte was ganz Besonderes sein. Je Weltra, du kriegst dir mal die Energiekarte. Ja, ach, Thomas, ja. Das wäre doof, wenn ich das machen würde. So, was hast du denn? Du hast Schwäche, Blitz. Okay, Blitz haben wir schon mal nicht. Geh jeder mal weg, Levelball. Was hast du für Schwäche? Feuer. Ja, Feuer habe ich leider auch nicht. Und Resistenz, Psycho. Psycho habe ich leider auch nicht. So, er macht mit Steinen und Schwerten rum. Ja, das ist... Loverball. 0-0. Achso, ich habe was anderes gemacht. Was war das? Timerball oder irgendwie so ein Ball, wo du Evolutions-Pokémon suchen kannst. Momentan kommen hier nur die kleinen Basis-Pokémon-Männchen. Das ist ja viel, was du jetzt gemacht hast, aber okay. Ja, was mache ich denn da am besten? Ja. Oh, ich weiß es echt nicht, ey. Ja, Shaman vorbereiten. Ich bereite echt Shaman vor. Ist es jetzt... Nee. Ich weiß doch alles, was ich da mache. Haben halt mal 30 rein. Ich habe jetzt gedacht, ja, ich aktiviere Tausch, mache meinen Shaman, greife dann an und dann kriege ich meinen Shaman und die Energiekarte zurück auf die Hand und dann kommt die Welt. Aber was für ein Sinn hat es? Ich habe doch keine Ahnung. Ach, Timerball war's. Ah, ein Evolutions-Pokémon. Metank. Ah, Metank. Was kannst du denn? Energiekarte wäre auf jeden Fall lieblich. Oh, zweimal diese Zeitpuzzle. Bin ich auch nicht unbedingt schlau. Eieiei, noch mehr Platz. Ist in Ordnung. Mein Archomas, der freut sich auf jeden Fall. Mein Prof. Der freut sich auf alle Fälle. Nestball. Also, er hat sehr viele Ballarten: ein Levelball, ein Timerball, Nestball, Hyperball. Er bereitet schon mal sein ganzes Deck vor. Das ist interessant, aber wenn du keine Energiekarte hast, ich weiß ja auch nicht. Ja, Tausch am Arsch. Warte mal kurz. Ich überlege was. Jetzt mache ich es tatsächlich mal. So, jetzt aktiviere ich mal den Archomas. Jetzt kann ich... 6 haben sie? Gut. So, jetzt können wir Dierwing ablegen. So, dann kriegst Energiekarte, kriegst du. So, jetzt kann ich nämlich angreifen. Schön 30 rein. Und ich krieg die Karten wieder zurück ins, zurück auf die Hand. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, weil so habe ich jetzt die Doppel-Farblos-Energie. Die kann ich dann, keine Ahnung. Darkrail, könnt ihr?
könnte sich. Zum Beispiel könnte ich es an ihm legen. Und durch Shaman, da ich die wieder auf der Hand habe, habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich wenig Karten habe, dass ich dann wieder genug ziehen kann. Und ich weiß nicht, was mein Gegner vorhat, um ehrlich zu sein. N. Okay, hat sich erledigt. Soll mir auch irgendwie recht sein. Ja, sehr viele Pokémon hast du da. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt eine Strategie dahinter. Beziehungsweise, ja, du willst deine ganzen Pokémon auf die letzte Evolutionsreihe bringen. Aber du legst ja nicht dabei Energiekarten an. Hast du überhaupt Energiekarten? Darf ich mal fragen, ob du Energiekarten hast? Wenn nicht, ist es ein bisschen. Ich weiß nicht. So, Kampfdichter, dann tun wir mal ein paar Energiekarten auf dem Friedhof. Scrolling. Schöne Rainbows. Kommt meine Rainbows ab auf den Friedhof. So. Dann Kampfdichter, dann nehme ich dich wieder auf die Hand. Na freilich, komm, gönn die. So, dann kriegst du noch eine Energiekarte. Wollen wir es nochmal aktivieren? Na freilich. Gott, wie viele Karten jetzt kann ich jetzt sehen? 11? Wir haben auf jeden Fall jetzt viele Karten. Und vielleicht haben wir jetzt noch mehr. Ah, wir können uns so richtig. Habt ihr schon mal so viele Karten gesehen? Ja, also, da geht auf jeden Fall was. Und halt schwingen. Da ist der Grinsmann mal. Eine Energiekarte lege ich mal an. Darkrail, komm. Gib ihm. Und wir kriegen noch eine Preiskarte. Man kennt sich halt sonst nichts. Ja, jetzt mein Freund. Es ist schön, dass du da sehr viele Karten hast, aber ich habe noch nicht einmal ein. Hast du eine Energiekarte auf dem Friedhof? Ne, der Marvin. Ablagestapel hat eine Energiekarte. Was macht denn der? Oh. Jetzt bin ich traurig. Oh, meine ganzen schönen Karten. Alle wieder ins Deck. Ach, ja. Die Pokémon-Dämchen habe ich. Noch ein Evoli. Ich habe das sowieso nach. Ne, nach da habe ich noch nicht auf dem Ablagestapel. Gut. Das ist ja. Ja, okay. Ja, Dankeschön. Das war interessant. Sind wir jetzt tatsächlich jetzt, haben wir jetzt 3 Duelle gehabt? Heieiei. Eins machen wir noch. Aber wenn der jetzt wieder so kurz ist, dann war es halt und haben wir halt 4 kurze gehabt. Hexprof, war das so? Hexprof 87, Kopf, gerne. Dann ist es halt leider so, dann haben wir halt sehr viele kurze Duelle. Ich möchte jetzt da gerne anfangen. Ist auch nicht verkehrt. Aber mal trotzdem relativ kurz. Oder es wird halt auch wieder ein großes. Er gegen halt kein Basis-Pokémon, ne? Ist das doch lieblich? Ich habe natürlich ein Basis-Pokémon. Frag mich doch nicht so blöd. Obwohl ich glaube, ich nur 13 Pokémon habe. Und davon sind zweimal Shaman und einmal Hopper. Also, ja, wir nehmen viele Auswahl an Karten, die ich gerne als aktive Pokémon spielen möchte. So, was haben wir denn? Wir haben einmal das Feldgebläse, Rollerskates, um 3 Karten zu ziehen. Und wir können jetzt eine zusätzliche Karte noch ziehen, weil der Gegner keine. Fuck, ich hab nicht geschafft, was er Karten gehabt hat. Okay, ich hab zu viel gelabert und nicht aufgepasst. Ich entschuldige mich. Roller Skates. Schade. Kampfverdichter. Was legt man denn ab? Als ob ich das nicht schon wüsste. Leg ein paar Rainbows ab. Ja, ansonsten. Ich glaube, es wird ein schnelles Duell. Aber nicht unbedingt positiv für mich. Ah, fucking Tauros DX. Ja, ich habe schön doppelt Fabulous. Ey, Tauros, brauchst du doppelt Fabulous Energie? Ich habe gehört, die sollen richtig geil sein. Oh mein, die Welt. Oh je. Da gibt es ja auch eine GX-Variante. Gefällt mir nicht. Fällt mir ganz und gar nicht. Lugia, komm, wir bereiten Lugia vor. Weil besser wird es eh nix. Und halt schwingen. Gönn dir mal so richtig 30. Komm, wir pullen jetzt unsere Lugia auf. Sofern wir das halt noch können. Lugia wird jetzt mit Energiekarten zugepumpt. So bam, bam, bam. Weil das Problem ist, Taurus kann halt richtig eklig sein. Vor allem, wenn die GX-Fähigkeit aktiv wird. Und da kommt schon die nächste Chicks. Vollschutz 150. Och Gott! Es wird nicht unbedingt gut enden.
Definitiv nicht. Und ich hoffe übrigens, dass dieses Yveltra nicht als EX-Pokémon zählt, auch wenn so schimmernd EX steht. Es wäre wegen eigentlich blöd, wenn ich da jetzt zwei Preiskarten verlieren würde. Aber es ist geil, dass es so im Hintergrund, das sieht man so ganz leicht alles schimmernd. Ja, du machst weiter, das ist in Ordnung. Ich versuche nur gerade die Tatsache hinzunehmen, dass ich verkackt habe. 50, okay. Noch ein Yveltra. Pokémon-Dame, Gömmer, oder? Lugia! Noch mehr Energiekarten! Noch mehr Energiekarten braucht das Land! Und noch eine. Ich kann doch nichts anderes machen. Aber jetzt Lugia hat schon 6 Energiekarten. Das heißt, er macht alleine schon. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. 6 mal 20, 120 Schaden. Ist das richtig? Wir machen 120 Schaden. Das ist doch schon mal lieblich. Das heißt, Taurus könnte man schon besiegen. Oh, aber da wird man jetzt große Probleme haben. Vor allen Dingen Vollschutz. Das heißt, er macht 150 Schaden. Ich habe keine Möglichkeit, das Pokémon dann zu besiegen. Das ist überhaupt nicht toll. Ich habe Tausch. Ich denke, das werde ich sogar machen. Luftball, bam. Was, 160 sogar? Okay, da habe ich mich verrechnet. Egal. Ach nein, für die ganzen Pokémon, für die Energiekarten, das der gegnerische Pokémon auch hat, zählt es ja auch dazu. Genau, darum ist es 40 Angriffsstärke höher gewesen. Ja, er will jetzt seine 150 raus und ich kann nicht angreifen. Aber ich kann das Pokémon tauschen. Das werde ich auch machen. Weil ansonsten hätten wir da ein kleines Problemchen. Noch nie, Yveltra. Lugia kriegst mal eine Energiekarte. So. Rückzug und. Warte mal kurz. Die Effekte von Attacken und Schaden. Dann hätten. Na gut, dann kannst du. Keine Ahnung. Da, doppelt farblos, bam. Dann kannst du mit dem spielen. Kannst du den besiegen. Das ist sowieso nur eine normale Karte, keine X-Karte. Und da kannst du die gern besiegen, wenn du es möchtest. Das ist, ja, werde ich den nächsten Schub vorbereiten. Aber Vollschutz-GX, das ist eine richtig heftige 150 Schaden. Das ist schon heftig. Und ich kann nicht angreifen. Dornkanone kann 120 Schaden machen. Für eine Ignati-Karte. N. Nimm ich auch gern. Was haben wir denn? Hopper haben wir. Den Ashomas. Den Flodestjan und den Tali. Was machen wir denn? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Was willst du mal? Du quälendes Gift. Ist jetzt vergiftet. Moment. 10 Schadensmann anstatt einer Vergift. Was ist das für ein ekliges Pokémon? Das kommt aber sowas von in meinem Psychodeck, ey. Aber sowas von. Mewtwo ist ja nicht mehr der Star. Fucking, aber. Wie heißt du nochmal? Agostella? Fucking Agostella. Die Rückzugskosten. Die Karte habe ich auch. Bringt mir aber momentan jetzt nicht viel. Aber ich könnte Lugia dann hin und her switchen, wenn ich das möchte. So, besiege ich mal Pokémon. Do your thing. Mach irgendwas. Ist mir wurscht was. Irgendwas. Quälendes Gift. Das ist so eklig. So richtig ranzig. 10 Schaden. Da denkst du nur, was ist denn los mit dir? Lugia, du machst momentan 5 Energiekarten. Du machst 100 Schaden. Das reicht. Ne, 160. Das reicht um Wellen nicht. Aber ich kann. Das ist eine gute Frage, was ich jetzt als nächstes mache. Ein Hopper. Weiß nicht. Können wir uns schämen? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt echt nicht, was ich mache.
Kriegst du da noch eine Energiekarte? Shaman erlaubt uns erstmal nochmal drei Karten zu ziehen. Ich gehe mir so richtig. Energiezufuhr, okay. Komm, 10 neue Karten für mich. Ich kenn's mir so richtig. So. Ja. Da haben wir viel. Da kriegst du ein Laser ab. Bäm, ich kann dich auch vergiften. Nur meins macht halt nur eins. Und ansonsten würde ich sagen, Rückzug auf Lugia. Kann ich nicht machen. Kann ich noch nicht machen. Wir müssen den erstmal so wegschwächen und eine Energiekarte noch an Lugia legen. Wir pumpen ihn wieder so richtig. Bam, bam, bam. Ich weiß halt nicht. Jetzt hätte ich Glück gehabt. Aber man weiß es halt nicht. Und da warte ich noch, bis ich ganz sicher bin, dass Lugia das One-Hittet. Nur mal kurz schauen, was für Schwäche er hat. Psycho und keine Resistenz. Gut. So, er hat momentan 40 Schaden. Durch Vergiftung geht es auf 50. Und wenn dann Lugia 160 Schaden macht, dann bam. Dann funktioniert es auch. Oder wir... Moment. So, der ist schon. Hoppa. Ich habe nämlich schon gedacht, weil angreifen kann er ja nicht. Ich habe keine Tauschkarte, ne? Das ist natürlich jetzt auch lieblich. Moment. Moment. Es passt schon alles so. Weil ich kann jetzt Rückzug machen auf Lugia. Lugia müsste normalerweise jetzt in der Lage sein, ihn zu besiegen. Ja, Calculations sind gut. Zwei Preiskarten für mich, Dankeschön. Auch wenn wir jetzt wieder von der täglichen Herausforderung ein wenig weggegangen sind, aber der Sieg ist umso süßer. Außerdem haben wir ja schon gut die Hälfte. Haben wir eigentlich in dem Kampf schon ein Pokémon besiegt? Ich glaube, Lugia hat zwei Pokémon besiegt, ne? Taurus hat es auch besiegt, ne? Ja. Egal. Macht ja nichts. Was kannst denn du, Müllerwine? Oh oh. Da Itemkarten. Wie viele Itemkarten habe ich denn? 1, 2, 3, 4. 4. 80 Schaden. Es wird mein Lugia nicht unbedingt überleben. Finde ich nicht toll. Finde ich nicht toll. Aber hey. Auch ein Lugia muss mal gehen. Rest in peace, mein Freund. Da können sie so. So, hat schon die so genommen. Ich habe gedacht, er wird schon wieder tauschen. Wieso wird er jetzt schon wieder tauschen? Keine Ahnung. Dieses hier Weltra. Kennt ihr? Denke ich. Schätze ich. Keine Ahnung. Oh. Ja, Senior Junior. Keine Ahnung. Du kriegst ja mal eine Energiekarte. Oh, nee, ja. Das ist gerade wegen Eichviel alles. Da. Weg mit der Energiekarte. Du musst dich jetzt entscheiden. Entweder du magst deinen Agrostella weiter oder dein Müll wird sterben. So, irgendwie so. Und halt schwingen 30. Bam. Und eine Energiekarte an dich. Dann bist du nur so halb tot. Du bist schon fast tot. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wo legst du die Energiekarte an? Ich lasse dein GX-Pokémon noch nicht fertig machen. Das Problem ist halt, wenn das dann soweit fertig ist, wie will ich dieses Pokémon besiegen? Spoiler, ich habe keine Ahnung. Nachtara. Du machst 90 Schaden. Ich muss auf meine Yveltras gehen. Die hauen wenigstens 100 Schaden. Und selbst wenn sie den nächsten Zug nicht angreifen können, die überleben sowieso keinen weiteren Zug. Von daher 100. Ich muss mal schauen, wie ich das am geschicktesten mache. Müllerwine. Waldbrand. Oh oh. Er wird jetzt richtig aufgerufen. 20. Wie viele Itemkarten habe ich? Habe ich momentan? 1, 2, 3, 4. Sind immer noch 4, ne? Gut, macht 80 Schaden. Das heißt, die Welt überlebt's. Hä? Das ist nicht gut. Servus! Oh oh.
Jetzt wird er auch noch stärker. Macht 20 weitere Schadenspunkte. Ja, ja, mach nur deine Waldbändchen. Ja, aber sonst nichts zu verlieren. Verdammt, das sieht gerade alles nicht gut aus. Ich habe so viele Karten. Ich weiß nicht, was ich da jetzt am besten aus der Situation machen kann. Könnt ihr mir helfen? Schreibt in den Kommentare. Ist leider wegen zu spät. N. Okay, das Problem mit meinen Handkarten hat sich erledigt. Ich habe keine mehr. Oder er macht nichts. So, ich habe Nachtara, das ist doch schon mal gut. Ja. Und halt schwingen. Bam. Nachtara, gönn dir. Auch wenn du jetzt noch nicht weiterentwickeln magst, weil ich muss ja von der Hand aus, aber deine Zeit wird kommen in 2010, bis wir uns wiedersehen. Ich hoffe, nicht in der Vergangenheit, sondern gleich. Ich hoffe, er wird mich nicht besiegen. Das macht ja GX und EX Pokémon 30 weitere Schadenspunkte. Eklig. Guter Professor. Oh oh, Leute. Er hat nur noch drei Handkarten. Wenn er jetzt ein paar Karten wieder zurück ins Deck tut, dann habe ich halt meine ganzen Basis-Pokémon. Hier ist mir doch wurscht. Er hat noch vier Preiskarten. Das ist mir ziemlich wurscht. Tut er jetzt echt da eine Energiekarte anlegen, wenn er jetzt schon das Spiel könnte? Können zwei quälendes Gift machen, mein Freund. Ich wollte es ja nur mal andeuten. Okay. Auf. 90. Ist in Ordnung. So, jetzt können wir die schon mal weiterentwickeln. Ja, wir können ein bisschen Schaden zufügen. Finsterklinge ist mir nicht wurscht, was ich da jetzt kriege. Ob wir Zahl oder Kopf. Kopf, ich könnte sogar nächsten Zug angreifen, aber ihr Welter, wir salutieren vor deinem Ende. Und tschüss. Ja, komm. Vielleicht hat er es jetzt gemerkt. Ich hab da noch zwei Karten. Ja. Eklig. Ich habe aber gewusst, dass er. Also, ich habe schon geahnt, dass er irgendwie eine Strategie hat. Ja, ja, geh wieder ins Deck. Fucking Rocco, wo verhältst du dich? Gut, jetzt hat er wieder 8 Karten. Hey! Au. Okay, er hat auf jeden Fall noch eine Strategie. Das finde ich ja nicht lippig. Ich mache 100 Schaden. Reicht das? Ja. Gut, dann spiele ich dich. 100 Schaden ist in Ordnung. Noch eins. Okay. Ich leg dich aber. So, da ein Pokémon besiegt ist, kann ich die das spielen. Ich darf mir zwei Karten suchen. Feldgebläse. Könnte ich aktivieren? Spezialhammer hat er leider nichts. Ich könnte mal zweimal für Destian, würde ich mal sagen, oder? Obwohl, ist ja nicht wurscht, welches. Ja, wir gönnen es uns. Du kriegst noch eine Energiekarte. Moment. Er macht jetzt 10. Ne, Quatsch. Ich muss jetzt kurz überlegen. Ich kann 100 Schaden austeilen. Es reicht nicht, dieses Pokémon zu besiegen. Sehe ich das richtig in der Annahme? Ich glaube ja. Das heißt, wir besiegen erstmal das. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich kann sogar nochmal angreifen. Also, ich habe da irgendwie Glück, aber es bringt mir alles. Ein Hyperball, okay. Wir haben jetzt die Möglichkeit, durch Flodestian ein Pokémon zu wechseln. Wir haben Nachtara, kann 30 Schaden austeilen. Wir haben Yveltra, was auch 30 Schaden austeilen kann. Was ist das schwächste Pokémon? Gastella mit 60. Irgendwie muss ich in der Lage sein, 60 Schaden auszuteilen. Schaffe ich das? Ich glaube nicht. Was macht er jetzt? Wow, noch mehr Gift. Es ist ja nicht so, als hätte man schon genug Gift. Also ich kann mir hier noch ein paar Energiekarten holen. Ich habe ja auf dem Friedhof. Ich habe auf jeden Fall. Er macht N.
Er macht N. Lass mich doch mal überlegen, was ich mit meiner Strategie mache. Ich habe auch ein N. Wow. Das ist lieblich. Es ist echt spannend. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Immer das letzte Duell, was ich eigentlich machen will. Es dauert halt so fucking lang. Aber es ist halt auch immer das Interessanteste. So, jetzt sind auf jeden Fall genug Itemkarten, meinen Jewelter zu töten. Definitiv. Darf ich jetzt eine Karte ziehen? Was mach ich? Ich werde mein nächstes Jewelter spielen. Spezialhammer bringt mir nichts. Einen guten N. Ja, dann mache ich mal Schaden. Mache ich mal. Ja, passt schon so. So mache ich wenigstens 40 Schaden. Eine Energiekarte, wo tut man die hin? Ja, auf Nachtara. Gönnen wir's. Och man, ich hab. Es ist so spannend. Ich hab keine Ahnung, was mal. Er will jetzt wahrscheinlich mein Jeweltra auch töten. Ja, definitiv. Dann muss ich nach Tara spielen. Es tut mir leid. Und entweder ich hau jetzt die 30 Schaden rein. Das ist super. Oder ich kann die 90 machen. Aber selbst das. Ich glaube, dass ich das verloren habe. Rückzugskosten 3, das heißt, er kann das Pokémon so leicht nicht wechseln. Oder hat er noch irgendwie was? Ich glaube nicht. Da kann er bis zu 3 Karten ziehen. Okay, Leute. Pokémon Dame, okay. Heil dein Pokémon nur. Ich schaue einfach mal, was für Karte ich bekomme. Lass mich halt mal überraschen. Weil mehr kann ich ja leider auch nicht machen. Ach so, die Rückzugskosten sind um 2 reduziert. Ja, das tut eventuell ein bisschen weh. Gut, ich könnte meine GX-Fähigkeit aktivieren. Behaken, da kann ich dann die Rückzugskosten sind reduziert. Ich kann 30 Schaden machen. Machen wir mal nach 6. Wie sagt jetzt da nicht immer was zum Danke sagen, ne? Was soll denn das? Ja, ich muss das ein wenig hinauszögern. Er kann halt trotzdem 120 Schaden machen. Plus noch einmal sein Armband, was nochmal 30 zusätzlich macht. Und mit meinem Spezialhammer komme ich auch nicht weit. Es ist spannend, jeder hat nur noch eine Preiskarte. Ich hätte gerne noch eine Energiekarte. Dann könnte ich halt hier noch ein bisschen was angreifen. Am besten natürlich Castella. Aber wenn der jetzt im nächsten Zug noch eine Energiekarte zieht, dann habe ich es so gut wie verloren. Oh, Flotte ist schon. Ah, das ist so nice. Ja. Ich darf die Karte nicht weg, du. Weil ich muss mein Shaman irgendwie wegbringen. Ich kann aber halt nichts machen. Ich hoffe, er hat keine Energiekarte. Er hat doch eine Handkarte. Also er kann noch eine Karte ziehen. Bitte keine Energiekarten mehr. Bitte und bitte. Die letzten 10 Minuten. Also, ich kann halt auch nichts machen. Also es ist noch alles Gute für ihn. Also er hatte ja noch die Chance, mich zu besiegen. Wenn halt die Dornkanone. Hoffentlich verkackt er die Dornkanone. Verkackst. Nein. Fuck.
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gib mir eine Energie. Nein, ich krieg die Energiekarte nicht. Warte mal. Bam. Gib mir die Energiekarten. Sonst werde ich zum Narr. So. Nochmal kurz kontrollieren. Die Rückgabe kosten. Okay, wenn ich dir das da gebe, sind die Rückzugskosten reduziert. Ist das richtig? Darf ich das annehmen, dass es so ist? Ja. Gut, Rückzug nach Tara. Komm! Greif an! Ich kann ein Pokémon auswählen. Darkrai, du hast 180 KP. Überlebst! So, seine letzte Karte. Wenn er in diesem Zug es nicht schafft, mich zu besiegen, habe ich gewonnen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Aber ich will mich noch nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich leg mich noch nicht aus dem Fenster. Beende dein Zug, bitte. Bitte. Don Kanone. So. Energiekarte fertig. Schluss. Aus. Ende. Leiste. Ja, füll dich auf. Oh Gott, ich bin fertig. Leg mich. Oh, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch amüsiert. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, euer Final.